Erneut willkommen zurück zu Tools of Destruction, meine lieben Freunde. Es ist zwar jetzt nicht gerade das angenehmste Wetter hier auf dem Planeten Mucho, aber seht mal, wir haben jetzt endlich ein eigenes Raumschiff, was sogar sprechen kann. Das ist ein Lombax-Raumschiff mit dem Namen Aphelion. Mit diesem Raumschiff sind wir jetzt hierher geflogen, weil wir nämlich eine Holo-Nachricht von Captain Quark gekriegt haben. Und der hat halt gesagt, ja, wir sollen hier auf den Planeten Mucho kommen und hier veranstaltet hat er nämlich irgendeinen Wettkampf. Aber wir müssen da jetzt irgendwie erstmal beim Haupteingang da drüben reinkommen und müssen dazu 6 goldene Imperatorstatuen finden. 2 habe ich im letzten Part schon gefunden, die anderen 4 sind auch noch irgendwo hier versteckt. Sind eh ganz leicht zu erkennen. Also die eine, die war da oben auf dem Brunnen drauf und die andere war gleich hier auf dem Weg. Einfach ist die da so rumgelegen. Ich glaube, das war eine deutliche Ansage von dem kleinen Kerlchen. So, da oben habe ich einen Goldbolt gerade erspäht, aber wie kriege ich den? Jetzt machen wir erstmal hier diese blöden Roboter zu, diese Polizeiroboter, die können mich mal. Ein Lombax, auf den der Holoscan passt, wurde soeben in der Nähe der imperialen Brunnen gesichtet. Was du nicht sagst. So, Moment mal. Schicht einen Holoscan der Kreatur an alle Trophäenteams. Ich will, dass jeder Bescheid weiß. Ja, seht ihr, das ist so eine Statue. Das ist so eine Trophäe halt. So, 3 von 6. Fehlen also nochmal 3. Okay, aber wo waren die? Ich glaube, die waren weiter dort hinten. Weil ihr seht ja auf der Karte, das ist schon ein ziemlich großes Areal hier alles. Und das gehört erstmal alles abgegrast. So, bin ja froh, dass ich wenigstens wieder ordentlich Bolts in der Tasche habe. Die nächste wirklich coole Waffe, die, was mir jetzt so in den Sinn kommt, die war auch nicht gerade billig. Ah, das ist gleich die nächste. So, 4 von 6. Ah, das ist die fünfte. Okay, die anderen. Er will den Imperator töten. Sofort eine Klasse B-Evakuierung einleiten und seine Hoheit in einen sicheren Sektor bringen. Na klar doch. So, da fehlt ja doch nur noch mal eine einzige. Wo war denn die letzte noch mal? Die beste Verteidigungstechnologie von Grummelnet. Wir haben zurzeit ein Sonderangebot für Groovytron. Ach so. Okay. Na, da kaufe ich mir noch welche. Noch ein zufriedener Kunde. So, vor Virgos habe ich 2x Igelbomben. Kluge Wahl. Gut, bei dem kann ich also nur Geräte kaufen. So, wo ist jetzt die letzte Figur? Wo ist die letzte Trophäe? Rüstung brauche ich nicht kaufen, es gibt eh noch keine. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber naja. So, seht mal, hier drüben komme ich nicht hin, weil du benötigst ein Gerät, das sich nicht auf diesem Planeten befindet. Ganz schön doof. Das kriege ich aber auch erst später. So, wo bitte war jetzt nochmal die letzte Figur? Ich glaube, das war sogar hier hinten irgendwo. So, nein, nicht Brenner, Schwunghaken. So. Ah, Herausforderer-Eingang. Unser Sicherheitssystem wurde durchbrochen. Der Lombax ist auf dem imperialen Kampffestival. You don't say. Wow, was bist du denn? Kaputt. Immer noch nicht. So, aber jetzt. Was? Was? So. Aha. So. Schmelzbombe Version 4. Schmelzgranate oder irgendwie so. Der hat jetzt ganz schön was ausgehalten. Muss ich echt besser aufpassen, wo ich langlatsche. So. Oh, na super, schon wieder diese blöden Flammenwerfer. Ich will nicht gegrillt werden. Na klar doch.
So, Probleme? Kriegst gleich welche hier. Bam! Zack! Boom! Wird nicht lang gefackelt. Na gut, da drüben schon. So komme ich hier rauf. Nein, hier ist ja gar nichts. So, so ein Fischkopf. Wie komme ich denn da drüben hin? Oder da drüben... Ich glaube, von da kam ich eigentlich. Wo zur Hölle war nochmal die letzte Figur? So, Karte? Achso, nee, das ist hier einfach nur so ein kreisrunder Bereich. Achso, da oben sind nur noch welche von denen. Kann ich die alle abballern da oben? Nö, das sind einfach nur Zuschauer. Das sind nur Zuschauer. Mann, ich will da rauf. Rauf. So, falsche Taste schon wieder gedrückt. Mann. Na gut, hier ist ja eh nichts. Wo muss ich hin? Also hier. Oh Mann. Wolltschirm machen, habe ich nicht gesehen, sorry. Hilfe, nicht schon wieder Roboter, die mir ans Leder wollen. So, hier, für dich. So, kaputt gemacht. Weil ich will nicht sterben, ich brauche Nanotech. So, ist hier sonst noch was? Nö, na dann, jump. Ich habe dir eine geniale Verkleidung zum Schutz deiner Anonymität besorgt. Sie liegt am Eingang zur Arena. Ach, tatsächlich? Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil Captain Quarks Verkleidungen kennt man ja. Die sind auch nicht so Superman. Jetzt geh doch mal weg hier, du Spinner. So, mach's kaputt, Ratchet. Boom. Mach's kaputt. Also. Halten mir immer noch viel zu viel aus. So, Nanotech irgendwie, was? Hier ist kein Nanotech, das sind nur explosive Kisten. Ich brauche Energie. Komm schon, gib mir Nanotech. Munition ist zwar auch ganz nett, aber es nützt mir das, wenn ich kurz vorm Abkratzen bin. So, da geht's halt hier mal runter. Achso, Tesla-Drohnen sind das. So. Willkommen im Grommelnet-Waffenladen. Schnüffel herum, Partner. Du hast das Recht, dich zu schützen. Was ist das denn, der Splittermeuchler? Durchsiebe deine Feinde mit Hochgeschwindigkeitsstacheln aus Trilliumerz. Ich glaube aber, die Waffe war gar nicht mal so toll. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal wieder ein bisschen Bolts sparen, bis ich mir auch die nächste Rüstung kaufen kann. Also ich werde mir, glaube ich, auch in dem Let's Play hier nicht alle Waffen kaufen können. Man, halt doch mal die Klappe, ich will hier was erklären. Ich wollte sagen, ich werde mir nicht alle Waffen mit dem Spiel kaufen können, weil das geht sich vom Geld, glaube ich, auch gar nicht aus, von den Bolts. Bin ich immer jedes Mal unterbrochen werde von dem Sack. So, wartet mal. Okay, Partner. Was können wir denn für dich Ich würde hier gerne nochmal den Jägerwerfer ein bisschen aufrüsten. Noch mehr Schaden. So, der ist jetzt maximiert. Und dann hier vor allem schneller schießen. Gesagt, getan. Und mehr Raketen. So, ich glaube, das reicht erstmal. Dann hier für die Schmelzgranate. Größerer Bereich. Wird erledigt. Und mehr Schaden. Aufgerüstet. Und gleich nochmal. So, das reicht. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen bessere Waffen. Das ist ja auch mal was wert. Okay. Ich glaube, die letzte Figur, die findet man auch erst ziemlich am Schluss. Und oh mein Gott. So. Jägerwerfer und Kaboom. Wann wird denn der endlich mal verbessert? Ich will ja mal auf Version 2 haben, verdammt. So, jetzt haben wir wenigstens 20 Erfahrungspunkte hier. Also 20 Lebenspunkte, meine ich. Boom. Und ja, endlich. Version 2. So, boom. Und zack. Ja, komm schon. So, genau. Jägerwerfer-Raketen bekommen. Alter, warum schießen die hier auf mich? Was sind das für fiese Statuen? Lasst mich doch in Ruhe. Ich habe euch doch gar nichts getan, aber ich könnte euch theoretisch was tun, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Aber echt aufpassen. Ach,
ganz toll. Wer ist denn noch alles hinter mir her, hä? Huh? Langsam wird's lästig. Jeder will mich hier ans Fell. Und zack und schwarz. Das ist schon eine geile Waffe. So gut, dass ich mir die gekauft habe. Zack. Ah, jetzt stirbt er mal. Boom. Noch welche und zack. So, Schockzerstörer. Und schon wieder 21 Lebenspunkte, das haben wir schon wieder erfahren können. Also Erfahrung sammelt man hier eigentlich relativ schnell, wenn man halt viele Gegner besiegt. Das ist ganz in Ordnung, ganz akzeptabel. War hier drüben noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht, da oben sind nur Zuschauer. Aber vor allem, wo sollten hier insgesamt 4 Goldbolts versteckt sein? Ich habe bisher nur einen einzigen gefunden, also gesehen, wirklich erwischt habe ich ihn ja noch nicht so. Was willst du denn hier? Dein Kumpel? Oh mein Gott, so, warte mal. Wer ist mit Discofieber? Ich finde das so geil. Ich liebe den Groovy-Tron, das ist einer meiner liebsten Gerätschaften hier und zack. So, jetzt hat sich's ausgetanzt. Oh, schon vorbei, schade. Hält leider halt nicht ziemlich lange an. Aber da kann man nichts machen. So, ein paar Holz, Munition. Zack. Oh, das sind ja noch mehr Kisten. Ah, da gibt's wieder Nanotech. Sehr schön. Also ich habe schon wieder nur 8 Lebenspunkte? Nein, das ist viel zu wenig. Das geht doch nicht. So, oh, na, jetzt habe ich noch 2. Dankeschön. Mann, ihr seid doch alle scheiße. Ich hasse euch. Mit den Fischgesichter. So, na bitte, jetzt habe ich wenigstens wieder durch ein Level-Up, sage ich jetzt mal, wieder die Energie voll. Glück gehabt. Es wäre fast schief gegangen. Also Ratchet, ich habe das Teleporterfeld so konfiguriert, dass sich deine Verkleidung automatisch ausrüstet. Modernste nanomolekulare Gesichtsumwandlung. Absolut sicher. Na klar, wer es glaubt. Okay, Partner. So, ich habe nur die Munition jetzt nochmal voll gemacht. So, da komme ich, glaube ich, sogar wieder zurück zum Schiff, aber ich muss jetzt sowieso erstmal hier rein und kämpfen. Zur Arena! Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir unseren Ehrengast, Ihren Krakmitenherrscher und meinen besten Freund, Imperator Tachyon! So, Runde 1 von 3. Haariger Kämpfer sich seinen Weg durch 3 Runden gegen degenerierte, selbstmörderische, gnadenlose Killermaschinen kämpfen. Alle bereit, möge die Schlacht beginnen. So, das ist was ähnliches wie in den früheren Teil auch schon. Finde ich auch ganz nett. So, ich nehme mal, was nehme ich denn? Den Brenner einfach. Was? Schneller Schnauzbart? Was ist das denn für ein dummer Name? Das ist wieder typisch Captain Quark. Schnauzbart mag Schwebeball, Briefmarken sammeln und den Handspazierkennen mit kleinen Roboterangebern. Ja, wenn er groß ist, will er werden wie... Captain Quark! Wer hätte das gedacht? Jetzt hagelt sie auch noch irgendwie Bomben? Na toll. Achso, das sind die Spinner da vorne. Na warte, Schmelzgranate! Boom! So, bin jetzt schon in Runde 2 von 3. Sehr schön. Geht doch alles ganz flott. So, und du, geht mal sterben hier.
wahrscheinlich frustrierter als ein einfaltiger Droid beim Dauerlauf. So, Runde 3 von 3. Wir schauen, was jetzt noch alles so kommt. So, wie wär's wieder mit Discofieber? So, jetzt hat sich sie ausgedanzt. Wow, ein Glückstreffer von Schnauzbart. Was macht der wohl als nächstes? Das wirst du gleich sehen. Ich mach den Typen kalt. Und den auch. Und euch auch. Dem wieder getanzt wird. Obwohl ich das jetzt gerade gar nicht wollte. So, ein bisschen vergasen. Es gibt einen neuen Champion! Glückwunsch, Schnauzbart! Entgegen aller Erwartungen bist du nicht gestorben! Na klar, und jetzt auch noch so ein fieses Bossmonster, das kann jetzt was werden, oh mein Gott. Sollen wir das sein soll, ich weiß es nicht, es ist jedenfalls ziemlich hässlich. Was, Sushi? Ist klar. So, einfach alles hinballern, was wir haben. Wird das schon halbwegs. So, jetzt stirb doch mal. Und geschafft. So, du hast Helipods gewonnen. Glückwunsch! Ihr erinnert mich an mich, als ich ein junger Kämpfer war. Nur kleiner und nicht so knackig. Quark, könntest du uns bitte erklären, warum du für Tachyon arbeitest? Oh, nur wegen der, ihr wisst schon, der Rettung des Universums? Da war ich, umzingelt von Tachyons Handlangern und mit dem sicheren Tod vor Augen. Ich blickte in den eisigen Abgrund des Unvermeidlichen und war gezwungen, schnell zu handeln. Ich griff sie an, setzte Können aus tagelangem Kung-Fu-Training ein und meinen katzenhaften Stil mit tödlicher Präzision. Aber naja, diese stählernen Muskeln und die ungezügelte Männlichkeit konnten nicht ewig standhalten. Als ich dann 2000 vernichtet hatte, wurde ich durch einen Zufallstreffer bewusstlos. Für die Sicherheit der guten Bürger von Kervan schwor ich Tachyons Armee die Treue und wurde sein Vertrauter. Du hast also dein erstklassiges Schleimerkönnen eingesetzt, um deine Haut zu retten. Ah, ein bisschen hiervon, davon, ein bisschen davon. Hier, nimm das. Es wird alles erklären. Tja, das optische Relais ist beschädigt, aber vielleicht kannst du es auf einem Schiff abspielen. Undankbarer! Hör auf rumzutrödeln und komm hierher! Du musst meine Furunkel aufstechen. Ich komme, Exzellenz! Bietet für mich. So, und jetzt haben wir hier natürlich noch andere Möglichkeiten, die wir machen können, in dieser Arena zu kämpfen. Also so, wie man es halt, wie gesagt, schon aus Teil 2 und 3 gewohnt ist. Was haben wir denn hier gegen die Zeit? Imperator Tarkin verlangt Effizienz, besiege alle Gladiatoren, bevor die Zeit abläuft. 120 Sekunden, das wären also 2 Minuten und der Preis wären 4000 Bolts. Ich glaube, das werde ich jetzt mal probieren. So, erstmal Verkäufer. Okay, Munition kaufen. Was können wir denn für dich tun? So, reicht schon und dann probiere ich das jetzt mal. Erinnert mich an meinen Spezialstil, das stille Opossum. Rollt man sich in Köln zusammen, projiziert sich mental an einen schönen Ort. Das hat weh! Ich würde wegsehen, wenn ich nicht schon durch die Gewalt im Holonetz völlig abgestumpft wäre. Thank you.
des Universums los. So, Herausforderung abgeschlossen. Das war's. So, dann haben wir hier feurige Kragmite. Besiege Horden von Gladiatoren, ohne dass du den feurigen Blick des Imperators zu spüren bekommst. Okay. Okay, Partner. So, da kriege ich 6000 Bolts. Und dann haben wir hier unten auch noch die Blitzrunde. Beseitige alle Feinde nur mit deinem treuen Schockzerstörer. Preis 8000 Bolts. Jetzt machen wir hier erstmal feurige Kragmite. Ich habe gehört, dass diese Terra-Klone aus den kriegsgeplagten Razor-Minen auf Elsa kommen. So, ich glaube, ich weiß schon, was hier wichtig ist. Dass ich einfach nicht von diesem Feuer da getroffen werde. Hau doch mal ab, du Scheißer! Nein! Warum? Was? Das gilt nicht! Nochmal! So, Herausforderung endlich abgeschlossen. Bitte geht doch. So, Blitzrunde. Nur mit dem Schockzerstörer alle besiegen, ob das was wird? Okay, Partner. Ich werde es halt probieren müssen. Dann gibt es hier noch Disco-Dresche. Bekämpfe diese Gladiatoren ohne Rhythmusgefühl, nur mit Hilfe des Omnischlüssels vor allem. Was haben wir hier noch? Crush das Rücke, kannst du Crush in weniger als einer Minute erledigen und Pfoten weg. Besiege die Gladiatoren ohne selbst Schaden zu nehmen. Na super, Neuling Maximus. Okay, gut, Kampf gegen Crush, aber das ist eine komische Fieder, was ich da vorhin besiegt habe. Ich probiere jetzt noch diese Blitzrunde. Da kriege ich 8000 Bolts dafür. Mal sehen, wie sich unser Herausforderer mit nur einer Waffe schlägt. Ja, Waffen sind auf den Schockzerstörer beschränkt. So. Leute, ist halt, denen muss ich ziemlich nahe kommen, dass ich die überhaupt treffen kann. Mann, du Mistvieh! Du musst ja nicht so dumm klatschen. So, wenigstens kriegt man die Munition zu, nicht, dass man alles mit einem Durchgang erschaffen muss. Das wäre ein bisschen gemein. So, was willst du denn hier? Verpiss dich! Man beachte, wie unser Herausforderer feige vor dem Feind flieht, mit angelegten Ohren, mit Tränen in den Augen. Das habe ich ihm beigebracht. So, Herausforderung abgeschlossen. Gut, das war einfach. So, alle zu über 82.000 Bolts, das ist geil. So, Disco-Dresche, wenn du mit dem Omnischlüssel schaffen...
Nee, ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Arena verlassen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Du kannst diese Tür mit Hilfe deiner neuen Helipods öffnen. Versuch es einfach, indem du einen Helipod auf das Ringziel feuerst. Ach, dafür sind die ja gedacht. Genau, hier, Helipods. Sehr schön, hm? Was ist das jetzt hier? Hallo? Ich komme nicht vorbei. Was ist das? Hä? So, noch mal. Hä? Versteht das denn nicht? Warum komme ich jetzt hier nicht... Ich komme nicht durch! Hä? Ach so, okay, gut. Gut, ich muss erst mal draufstehen, das ist eine Plattform. Um diese Plattform zu heben, musst du einen Helipod am Ring. Ach, jetzt auf einmal erklärst du es mir. Du musst dich beeilen. So, zurück zum Schief. Haben einen Zeitzünder. Bei Arena-Herausforderungen kann man Bowls und Preise gewinnen. Auch Gladiatoren, die schon mal da waren, sind immer willkommen. Ja, ist doch gut zu wissen. So, na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's mal wieder für diesen Part. Und ja, mir fehlt jetzt immer noch eine von diesen komischen Statuen des Imperators, dass ich dann da drüben noch reinkomme, weil da muss ich ja auch noch irgendwie hin, da gibt's auch noch was. Vor allem, ich war zum Beispiel noch gar nicht mal dort hinten bei diesen, ja, bei dem ganzen linken Bereich, da war ich überall noch gar nicht. Ja, bei diesem Riesenrad und so, also das werde ich dann im nächsten Part machen. Jetzt ist erstmal wieder Schluss. So, und ihr könnt auch verrecken, so. Was wollt ihr noch hier? Ich wollte da Stress, hä? Boom. So, und Schnauze. Ja, dass ich da halt reinkomme, muss ich noch die letzte der 6 goldenen Trophäen von Tachyon finden. Ich weiß jetzt aber nicht mehr auswendig genau, wo die letzte war. Ich muss aber auch irgendwo hier in diesem Gebiet sein. Also so schwer versteckt kann die eigentlich gar nicht sein. Ich habe sie, glaube ich, einfach nur so übersehen. Na gut, dann trotzdem danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder auf dem Planet Mugshow bei Ratchet & Clank Tools of Destruction. Macht's gut, Leute, und tschüssi!